Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's wieder, euer Uli vom Schrebenrenner Projekt und ich darf dich recht herzlich begrüßen zum dritten Teil, wo es darum geht, Routen zu erstellen mit dem Strava-Tool. Und ich zeige dir jetzt einfach mal, wo du die Routen findest, wo du die vielmehr erstellen kannst. Die Routen erstellen kannst du hier unter diesem Kreuz. Da findest du eine Möglichkeit, die heißt Route erstellen. Und wir drücken jetzt hier einfach mal drauf. Und wie du jetzt hier sehen kannst, wirst du weitergeleitet zu einem Tool, das heißt Strava Route Builder. So, jetzt suchen wir einfach mal nach einem anderen Standort. Wir sind jetzt hier in Kiel, wo ich herkomme. Und wir gehen jetzt einfach mal auf Hamburg beispielsweise. Jetzt haben wir hier unten Hamburg. Dann sehen wir jetzt hier Hamburg und ich starte jetzt einfach mal mit der Erstellung. Setze hier einfach mal einen Startpunkt. Das kannst du hier auch ganz einfach machen. Du kannst hier immer so einen Startpunkt setzen. Der ist dann immer grün gekennzeichnet. Und dann können wir dahergehen, daran zu zoomen und dann immer hier so Stück für Stück uns hier durchzuarbeiten. So, und jetzt haben wir hier eine Strecke erstellt, die um die Außenalster rumführt. Das kannst du hier beispielsweise mit diesem Tool machen. Und natürlich hast du auch die Möglichkeit, wenn du dich verdrückt hast, hier das zu ändern, das komplett zu löschen, die Mindesthöhe hier noch anzugeben. Ja, dann ändert er dir hier unten die Werte. Hast du auch die Möglichkeit, zum Beispiel manuell Änderungen vorzunehmen. Dann hat er hier aber bestimmte Warnhinweise, da musst du natürlich ein bisschen aufpassen, da ist kein Automatismus mehr drin dann, ne? Es kann dann auch sein, dass es da wirklich keine Wege gibt. Eine weitere Möglichkeit, die du hast, ist, du kannst zwischen Lauf- und Radfahrt wählen. Das heißt, dann zeigt er dir hier auch bestimmte Routen an. Ja, genau. Und das ist es dann erstmal. Jetzt haben wir unsere Route erstellt. Ich speichere die auch gleich mal ab. Bevor wir das tun, zeige ich dir hier links nochmal bestimmte Funktionalitäten, die du hier findest. Da hast du einmal dieses Rädchen hier. Da kannst du dann die Kartenansicht ändern. Da kannst du dann zum Beispiel das, was wir jetzt hier sehen, diese Darstellungsform wählen. OSM. Oder du willst Standard. Oder du willst eben die Satellitenansicht, wie man das halt auch von Google Maps kennt. Das ist alles hier möglich. Und du kannst auch die Einheiten ändern, Kilometer und Meile. Das ist vielleicht dann auch nochmal interessant für, ja, wenn du jetzt beispielsweise aus dem Ausland kommst. Du möchtest gerne weiterhin in Meilen laufen oder du möchtest es einfach gerne mal für dich dann auch herausfinden, wie viele Meilen bist du jetzt eigentlich gelaufen, weil du zum Beispiel Freunde aus dem Ausland hast und dich damit vergleichen möchtest. Das kannst du hier alles einstellen. Und dann hast du hier eine weitere Möglichkeit, da kannst du dir das Routenblatt anschauen und dann zeigt er dir hier ganz genau die Wegstrecken an, welche Straßen das sind und so weiter. Das waren jetzt hier, glaube ich, irgendwie ja, 8,5 Kilometer. 8,57 sogar für diese Strecke um die Alster rum. Dann hast du noch eine weitere Möglichkeit, die Segmente, also Teilabschnitte der Strecke, die anzuschauen und ja, da auch Vergleiche zu ziehen zu anderen Läufern. Ja, da zeigt er dir jetzt aber hier mehr an, weil wir haben jetzt hier den Punkt A. Das ist jetzt hier zum Beispiel jemand, der mal dort laufen war und hier ein Segment realisiert oder angelegt hat. Die anderen Geschichten, das ist jetzt aus Ratzeburg, Schwerin beispielsweise. Ja. Da zeigt er mich jetzt gerade an, weil ich die Karte so groß habe. Ja, und zu guter Letzt hast du hier noch den Punkt, eine Information. Da hast du dann nochmal die Möglichkeit, dir das alles erklären zu lassen. Das ist alles nochmal beschrieben im Detail, wie das halt alles funktioniert und wie du es halt auch dann nutzen kannst. Ja. Genau. Von Loslegen bis Probleme melden findest du hier alles in diesem Tutorial. Das ist auch eine sehr spannende Sache und hilft dir auf jeden Fall auch weiter, um mit dem Routenbilder durchzustarten bei Strava. Okay, dann speichere ich jetzt einfach mal die Strecke ab. Das macht man hier oben rechts. Dann drückt man auf Speichern und dann kriegt man diese Speicheransicht hier. Und dann kann man einmal wählen zwischen Straße und Weg beispielsweise. Ich wähle jetzt einfach mal Straße und nenne das ganze Ding mal Schrebenrunners Stammstrecke Nummer 11 mittlerweile. Und den Text lasse ich nochmal offen. Dann teile ich das erstmal noch nicht. Dann kann man das hier auf Privat stellen. Dann sieht das erstmal noch keiner.
Und jetzt kann man sich das alles in meine Route ansehen, anschauen. Toller Satz. Okay, jetzt hat man das hier und kann man sich das hier anschauen. Und jetzt hast du die Möglichkeit, diese Strecke hier auch noch auszudrucken, als Datei EPX oder TCX zu exportieren, hier noch nachzubearbeiten, zu duplizieren beispielsweise, wenn du vielleicht Anpassungen machen möchtest und das vielleicht anders darstellen möchtest, eine andere Streckenroute hier noch zu wählen. Das ist alles möglich. Zeigt dir auch eine ungefähre Zeit an, die man dafür braucht, durchschnittlich. Und ja, genau. Zeigt mir hier unten auch noch die relevanten Segmente an, die es gibt. Sehr, sehr spannend. So, das wäre der Routenplaner von Strava. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß auf YouTube und abonniere gerne den Kanal, da verpasst du auch keine Tipps mehr. Und ja, Vlogs gibt es auch bald wieder. Ich wünsche dir weiterhin erstmal viel Spaß und ja, wir sehen uns. Bis bald. Tschüss, tschüss.